Wir haben hier einen kleinen geheimen Waldsee. Da wollen wir es jetzt mal gleich auf Hecht probieren. Na Kai, sieht doch gut aus. Der Finch komplett weg. So lässt er sich leben. Ein Hecht? Ja, hey Leute, herzlich willkommen bei meinem Channel. Hey Jimmy. Ja, ich bin heute mit dem Kai hier unterwegs. Wir haben hier einen kleinen geheimen Waldsee, wo Kai immer angelt. Und hier werden wir es versuchen, auf Hecht, Barsch und vielleicht sogar Wels mit der Spinnrute. Und ihr seid dabei. So, wir haben jetzt gleich den ersten Spot erreicht. Eine kleine Flachwasserzone mit einer Menge Seerosen. Da wollen wir es jetzt mal gleich auf Hecht probieren. Kai sagt, da gibt es dicke Fische. Und werden wir mal probieren. Hey, das machst du sehr gut. Ja. E-Motor wäre natürlich viel entspannter, aber ja. Ja. Mit einem Ruder geht's auch. Guckt euch mal diese Baumstämme hier drin an. Da kann doch nur Fisch stehen. Also ich denke mal, hier machen wir noch ein paar Würfe. Vielleicht stehen hier die Dickbarsche. Kai, was los? Weg. Hat's einen dran, ja? Ja. Vielleicht. Schade. Na Kai, sieht doch gut aus. Ja, ah, Kescher mal. Na, Petri. Vielen Dank. Ja. Petri, das gestaltet sich ein bisschen schwerer als gedacht hier an dem See. Die Fische sind nicht so im Beißlauen, wir haben viele Fehlbisse. Ich glaube, ich hatte jetzt 4 oder 5 Fehlbisse. Wir haben hier schöne Kanten, hier am Ufer geht es gleich von 3 Meter auf 6 Meter und dann nochmal runter auf 10 Meter. Hier vermuten wir noch ein paar Zander, aber gut, tagsüber einen Zander zu fangen ist jetzt nicht leicht. Aber dennoch probieren wir es, ja, machen dennoch gleich Mittagspause und danach geht es dann weiter. Kreativster mit der Knöpfe. Gib mal Kescher, Kescher, Kescher. Kescher. Ach, okay, mach ich. Der Schnippel, der vorher ein bisschen hatte. Sehr schön. Ja, Leute, kleiner Hecht. Ständig so eine Schnippel hier auf die Kiwi-Lämmern. Schön im Absinken. Und der geht zurück. Entschneidert. Und nicht live drauf. Ey, Gott, sieht das an. Da, wo die Fische hochkamen. Das ist ja schon vorzeigbar. Jawohl. Komplett weg inhaliert den Köder, ey. Krass. Den siehst du nicht mehr. Der ist weg. Der Finch komplett weg. Den wollt ihr haben. Da ist er. Noch nicht der Riese, aber schon mal ein bisschen Fisch. Petri. Petri Dank. Komplett weginhaliert. Schauen wir. Endlich hat es mal mit einem einigermaßen vernünftigen Hecht geklappt. Hier nochmal der Köder. Komplett weginhaliert, der 15er. Echt klasse. Und den habe ich jetzt im Mittelwasser gefangen. Also mitten auf dem See, relativ flach, also auf 2 Meter Wassertiefe. Ja, da stehen sie scheinbar.
Wir wechseln jetzt quasi auf der anderen Seite vom See. Da ist eine flache Bucht. Dort versuchen wir es nochmal auf Hecht. Ach ja, ich sag euch, so lässt es sich leben. Machst du sehr gut, Kai. Kannst du früh anhauen. Kacke. Ja, geil, live bist. Ist das geil. Ja, ein bisschen schwer, aber cool. Ja, Leute, gerade auf dem Stickbait. Schön Barsch gefangen. Aber da sind noch mehr. Vielleicht kriegen wir noch ein paar größere. So, der Kai hat einen Fisch. Kurz noch meinen Barsch. Ein Hecht? Ja. Oh, und dann Nummer 1. Na, Petri, Nummer 2. Kleiner Pike, also sind wirklich kleine Hechte drin. Wo sind die großen, Kai? Ja, dann brauchen wir. Na, schnell wieder zurück. Weg ist er. Der ist hochgesprungen, kurz vor dem Cachen. Cachen. Guckt euch mal den Köder an. Der ist komplett zerhackt, also richtig durch. Einige schöne Fische heute drauf gehabt. Leider sind die nicht hängen geblieben. Ja, ein Hecht habe ich gefangen damit. Ja, wenn ihr gerne euer Tackle online bestellt, dann macht es doch bei uns im Online-Shop bei Zack Fishing. Gebt einfach unten den Aktionscode Code Jimmy ein und da bekommt ihr ein cooles Gadget noch dabei. Und ja, viel Spaß damit. Biss? Hm. Ein Biss, ja. Ach, du hast es. So, Leute, wir machen jetzt Feierabend. Ein paar Fische sind es geworden, nicht die größten, aber es geht ja ums Erlebnis. Ja, Kai, danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Hast echt ein geiles Gewässer hier, also hier komme ich auf jeden Fall nochmal her. Hier probieren wir es nochmal auf Wels, genau. Und im Winter auf Hecht nochmal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert gerne, kostet nichts. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was Videos betrifft, was ich gerne für euch abdrehen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, wir verabschieden uns. Macht's gut. Ciao, ciao.